Zu Beginn waren sie schon einmal zu sehen und zu hören. Nun haben sie einen Titel mitgebracht, der perfekt in diese besinnliche Weihnachtszeit passt. Hier sind Martin und Martin mit Lass uns dran glauben.
Herzlichen Dank an Martin und Martin. Wir sollten natürlich auch ein bisschen von euch erzählen. Weihnachten, die schönste Zeit des Jahres, ist, glaube ich, heute ein Satz, der sich durch die ganze Sendung zieht. Wie wird Weihnachten bei euch zu Hause gefeiert? Im Hause Martin? Also auf jeden Fall mit sehr viel gutem Essen. Das muss auch viel sein. Bei 5 Kindern wird viel gekocht und viel gegessen, viel musiziert und viel gefeiert. Okay. Ja, und gibt es da besondere Rituale jedes Jahr, die bei euch durchgeführt sind oder die jedes Jahr wieder gleich sind? Ja, also wir haben auf jeden Fall jedes Jahr immer die gleiche Weihnachtsdeko. Es wird nie verändert, ganz traditionell. Und beim Weihnachtsgeschenke auspacken haben wir unser Ritual, dass halt immer gewürfelt wird. Es geht drei um und immer wer eine 6 hat, der darf dann auspacken. Und ich habe einen Würfel mit lauter 6. Okay. Wie seid ihr beide zur Musik gekommen? Ja, bei mir ist es so, ich habe eigentlich immer gesungen, auch als Kind in Chören und habe die letzten Jahre zwar am Theater hinter der Bühne gearbeitet, aber bin dann irgendwie durch ein Musical dann auf die Bühne gekommen und ja und... Ja, wie kann man so eine Frau hinter der Bühne arbeiten lassen? Was für eine Verschwendung! Ja, bei mir ist das in die Wiege gelegt. Ich bin aus einer Musikerfamilie, für mich gab es gar keine Alternative und es ist herrlich so. Wo wir gerade bei dir sind, viele werden dich ja von den jungen Tenören kennen. Du bist aber nicht nur mit den jungen Tenören unterwegs, sondern auch solo jetzt mit deiner Frau gemeinsam. Wo kriegst du die Zeit her? Wird es das andere auch noch alles geben oder? Also mehr als 24 Stunden wären schon gut am Tag, das ist klar. Ich mache die Musik halt mit Herz und Leidenschaft, aber mein Herz liegt doch im Martin und Martin. Okay. Tja. Manuela, was macht es für dich zu etwas Besonderem, mit Eja gemeinsam auf der Bühne zu stehen? Das ist ein Lebenstraum, der sich erfüllt. Wir beide lieben die Musik, wir lieben es zusammen zu singen. So haben wir uns kennengelernt. Wir haben im Sommer Weihnachtslieder gesungen und uns dann verliebt. Also was gibt es Schöneres als Beruf und Leben und Liebe miteinander zu verbinden? Wir verstehen uns blind und ich hoffe, dass man das auch beim Singen spürt. Dann freuen wir uns auf weitere gemeinsame Auftritte mit euch und sagen an dieser Stelle herzlichen Dank für euren Besuch. Wir danken. Herzlichen Dankeschön. Dank. Danke. Doch ehe die Augen zu.
Wir sagen ein herzliches Dankeschön an meine liebe Kollegin, die Jenny, die uns mit Du lieber Weihnachtsmann, Petit Papa Noël in das französische Weihnachtsland entführt hat. Bei mir steht jetzt Frau Dr. Schmidt-Schleier, Vorstandsvorsitzende der Wohnungsbaugenossenschaft hier in Frankfurt-Oder. In diesem Jahr heißt es 125 Jahre Genossenschaft. Heißt, ja, was bedeutet das und was tut Ihre Genossenschaft in Frankfurt-Oder? Unsere Genossenschaft war schon immer in Frankfurt-Oder, seit 1892, deswegen unser Geburtstag auch. Wir waren die 44. Genossenschaft, die eingetragen wurde nach Inkrafttreten des Gesetzes. Und wir sind hier mit unseren Häusern und wir sind ein Teil dieser Stadt und fühlen uns auch als ganz wichtiger Teil dieser Stadt und eben auch verantwortlich für die Bürger dieser Stadt, wo wir hoffen, eben auch Einfluss zu nehmen, diese Stadt mitzugestalten, glückliche Bürger zu erzeugen und vor allen Dingen natürlich auch glückliche Mitglieder. Das ist ganz wichtig. Ein großes Bauprojekt hier in Frankfurt-Oder ist ja die große Schahnstraße. Und nicht nur das Bauprojekt dürfen Sie jetzt kurz vorstellen, sondern da gibt es ja auch etwas Besonderes in dieser Straße, auch gerade zur Weihnachtszeit. Ich will erst mal anders anfangen. Unsere 125 Jahre sind ja auch ein Teil von Historie, Verbundenheit mit dieser Stadt, ein Verweilen hier, eine Identität, und deswegen haben wir uns auch entschlossen, die große Scharnstraße, die hier zwingend sanierungsbedürftig ist, auch für die Identität dieser Stadt so beizubehalten, dass sie nicht verformt wird, nicht überbaut wird, sondern dass eins der letzten Projekte vor der Wende so quasi, zumindest außen, innen natürlich nicht, erhalten bleibt und unseren Bürgern in Form von guten sozialverträglichen Wohnraum nach modernen Ansprüchen allerdings zur Verfügung steht. Das ist unser Projekt und da freuen wir uns auch sehr drauf, dass wir es mittlerweile umsetzen können. Wir haben da auch gerade aus Planungs- und Architekturkreisen, auch von der Viadrine, hohe Akzeptanz gefunden hinsichtlich dieser Idee. Und was wir natürlich schon immer mit der großen Scharnstraße, oder nicht immer, aber seit den letzten 4 Jahren gemacht haben und machen werden, ist unsere Tannenbaum-Patenaktion. Wir wollten schon immer die Straße beleben und suchen uns immer zur Adventszeit Paten für Weihnachtsbäume, die wir aufstellen und wo die Paten dann selbstständig in ihrer eigenen Kreativität diese Weihnachtsbäume schmücken können. Und jeder, der durch die Straße geht, freut sich. Und es ist auch für Menschen, die Frankfurt besuchen, ein sehr interessanter Anziehungspunkt. Das denke ich gerade. Nur noch eine kleine persönliche Frage. Kochen und backen Sie gerne in der Weihnachtszeit? Und was gehört zu Ihrem Favoriten dazu? Sie treffen jetzt meine Schwäche. Ich esse unheimlich gerne Kuchen, backe den aber nicht so häufig, weil ich dann auch mein eigener bester Gast bin. Aber ich backe sehr gerne, wobei ich da mich sehr gerne dann an die Vorlagen halte. Während Kochen improvisiere ich gerne. Ich bringe von meinen Reisen auch Rezepte mit. Aber zu Weihnachten soll es dann schon ein bisschen weihnachtlicher sein. Also ein bisschen Entenbrust in Orangensoße. Aber zum Ausgleich wieder, weil es gesund ist, etwas Feldsalat mit Nüssen und Balsamico. Also, aber da sind meine Gäste mal ganz zufrieden. Und das ist so ein kleiner Ausgleich gegen dann die etwas schwereren Sachen, die dann nach den Feiertagen vielleicht nochmal kommen. Vielleicht können Sie ja uns Ihr Lieblingsrezept dann verraten und dann setzen wir das bei uns einfach auf die Internetseite mal drauf und die Gäste dürfen das nachkochen zu Hause. Das können wir nochmal diskutieren, nicht, dass aber nachher Beschwerden kommen, wenn es missgeht, weil ich da immer improvisiere. Ich sage auf jeden Fall herzlichen Dank für das nette Gespräch und wünsche Ihnen noch viel Spaß bei uns in der Show. Ich bedanke mich bei Ihnen auch ganz herzlich und vor allen Dingen wünsche ich Ihnen geruhsame Feiertage. Ebenfalls.
ein Jahr mit dem Weihnachtsmann. Wenn Weihnachten vorüber ist, am dritten Feiertag, dann hab ich frei, euer guter Weihnachtsmann. Dann mach ich, was ich mag. Ich zieh die schweren Stiefel aus und leg mich erstmal lang. Und trinke Kakao mit etwas Rum auf meiner Ofenbank. Im Januar ist es noch recht still. Ich hab nicht viel zu tun. Vielleicht mach ich einen 1-Euro-Job, statt mich nur auszuruhen. Der Karneval im Februar, der hält mich schon auf Trab. Ich hab ne Narrenkappe auf. Mein weißer Bart ist ab. Im Märzen kommt der Frauentag. Da bin ich angesagt. Weil keiner so gut tanzen kann, das ist bei Frauen gefragt. Und im April, da helfe ich mit. Ich färb die Eier bunt. Denn ohne mich, da käme der Osterhase auf dem Hund. Im schönen Wonnemonat Mai, da hole ich mir Hartz IV. Zu Pfingsten will mich keiner haben. Ich fragte dort und hier. Im Juni helfe ich aus am Strand, was keiner von euch weiß. Mache Matjesbrötchen, räuche Aal, verkauf den Leuten Eis. Wenn endlich heiß die Sonne knallt, die Ferienzeit bricht an, bin ich ein gelber Engel und tu alles, was ich kann. Ich öffne Motorhauben und lächle ölverschmiert. Ich freue mich auch, wenn sich nichts staut und sonst auch nichts passiert. Ich helfe als Schülerlotse gleich nach dem Schulanfang und ärgere mich, wenn jemand sagt, mach hin, du Weihnachtsmann. Ich zapf so manchen Liter, bring Leberkäse und Haxen, eile flink über das Oktoberfest und lass den Bart mir wachsen. Jetzt wird es ernst, November naht. Ich schreibe auf langen Listen, wer was bekommt und wo wer wohnt, beschrifte alle Kisten. Ich teile die Weihnachtswichtel ein und kontrolliere den Schlitten. Versäume auch nicht, holle, pünktlich um den Schnee zu bitten. Dann ist sie da, die heilige Nacht. Und ich muss mich nun sputen. Bring jeden Menschen sein Geschenk und nur recht selten ruten. Und wer jetzt denkt, den Rest des Jahres macht Knecht Ruprecht blau, dem sei gesagt, so ist das nicht. Nun wisst ihr es genau. So, jetzt haben wir hier Kevin, Ilja mit uns gemeinsam stehen und das hat natürlich auch einen besonderen Grund, denn die beiden sind ja gerade jetzt in der Weihnachtszeit ganz, ganz viel auf Tournee gemeinsam, ne? Und wir haben uns gedacht, wenn wir die Künstler schon mal hier haben, warum die Künstler da nicht auch miteinander kombinieren? Und ich habe mir sagen lassen, dass der folgende Titel der Renner jeden Abend ist und deswegen freuen wir uns ganz besonders auf Tochter Zion. Viel Vergnügen.
Ich bin jetzt wieder hier bei der Backstube. Also ihr kriegt mich hier heute wirklich nicht mehr weg. Es riecht so lecker, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen da an den Bildschirmen. Eure Bäckerei ist in Sachsendorf zu finden und wir waren mal bei euch mit unseren Kameras, haben euch über die Schultern geschaut. Das heißt, während wir uns jetzt unterhalten, laufen diese Filmchen im Hintergrund ab. Wann beginnen eure Arbeitszeiten? Unsere Arbeitszeiten, ja. Die Hauptschicht, die findet um 22 Uhr meistens statt. Der erste Bäcker kommt allerdings dann schon um 19 Uhr, der da so leichte Vorbereitung trifft, die Sauer in Schwung bringt, Vorteige ansetzt und Quellstücke macht. Und dann ist er da für eine Weile alle und die Hauptschicht eben um 22 Uhr. Also ihr arbeitet, wenn normale Menschen eigentlich schlafen. Ja, genau. Damit so kann man wir morgens unsere Brötchen genießen können. Ja, genau. Bei euch, habe ich gesehen, wird noch echtes Handwerk betrieben. Wie viele Brötchen schafft ihr denn eigentlich pro Schicht? Wir machen noch Handwerk, ja, und in der Schicht sind es ca. so, von, wenn man die ganzen Sorten zusammenlegt, die wir dann in einer Schicht produzieren, 10.000 bis 12.000 Brötchen jede Nacht. Also doch eine ganze Menge, was ihr da mit eurer Hand anfertigen könnt. Das ist Wahnsinn. Man sieht es gar nicht, was da eigentlich für eine Arbeit hintersteckt, wenn man morgens in sein Brötchen beißt. Wir haben bei euch auch riesige Rührschüsseln gesehen. Also ich kenne diese Größen nur von Zement oder Mörtel, aber ihr benutzt das für Teig. Warum gerade diese? Na, Rührschüsseln, wir sagen dazu Knetkessel, Teigkessel, ja. Beim Sauer ist es besonders groß, weil wir, wenn wir so einen Schuss Brot machen, sind gut 200 Brote und der Sauer braucht Platz beim Reifen, um sich auszudehnen und zu machen. Da ist der Kessel immer ein bisschen größer. Der Teig ist nachher nicht bis oben hin, sag mal. Und die Brötchenteige, um effektiv zu produzieren und machen, brauchen wir gewisse Größen bei den Teigkesseln. Ich sehe hier schon ganz viele Leckereien. Besonders interessieren mich aber die Dominosteine, denn die Sachsendorfer Dominosteine sind total berühmt, aber ich glaube auch aufwendig in der Herstellung. Ich klaue mir mal einen, denn ich glaube, wenn man reinbeißt, sieht man die einzelnen Schichten. Ich nasche jetzt hier einfach mal. Sehr lecker. Wenn, sieht man das? Da sind wirklich diese einzelnen Schichten zu sehen. Ist das sehr aufwendig? Ja, das sind das Besondere an unseren Lebkuchen das, oder Dominosteinen, dass wir hier mit zwei Schichten Lebkuchen zusammensetzen, das Marzipan eher ein bisschen zurückgenommen haben, um die nicht unwiderstehlich so oder übermäßig süß zu machen. Im Marzipan ist hier eben nur ganz wenig dabei. Den Lebkuchenteig, damit beschäftigt mich schon immer im Juni, im Mai rum, wird ja angesetzt und lagert dann in Holzfässern. Bis wir dann eben jetzt Ende Oktober, Anfang November mit den ersten Dominosteinen anfangen, ist hier wirklich ein richtig schöner Lagerteig sich entwickelt, mit denen wir dann unser sämtliches Lebkuchensortiment herstellen. Also ein halbes Jahr braucht so ein Teig wirklich, bis er dann produziert werden genau, kann im Endeffekt. Um das richtige Aroma zu kriegen und zu machen, ist das richtig gut, wenn man so einen Lagerteig einsetzen kann. Also ich kann nur sagen, probieren Sie die Dominosteine, die sind wirklich nicht zu süß, total lecker. Also da könnte man sich dran vollfuttern. Wir sind ja hier im Keller der Oderhähne und wenn man rausgeht, ist der Marktplatz in Frankfurt-Oder und eigentlich einen Katzensprung entfernt ist das Café Diana, wo man dann auch die Leckereien bei einer Tasse Kaffee genießen kann. Ja. Wann kann man denn da bei euch einkehren? Na, der Café Diana ist eigentlich nur am 25. Dezember geschlossen, ansonsten ist da jeden Tag geöffnet. Ab 6.30 Uhr bis abends 19 Uhr kann man da den Tag verbringen. Also wenn Sie mal lecker frühstücken wollen oder auch zum Kaffee einfach mal die ganzen leckeren Sachen genießen wollen, gehen Sie zum Café Diana. Ich probiere mich noch ein bisschen weiter durch. Für euch gibt es jetzt Musik von Andrea und Wilfried Petz mit der Dezembernacht. Dezembernacht hat sich eingehüllt in ein weißes Kleid und in Sternenglanz, welch ein Zauberbild. Kühler weißer Mond steht am Himmelszelt, Frost zieht übers Land mit dem Wind aus Eis und es friert die Welt. Aber die Magie, die Weihnacht bringt, die erwärmt das Herz, Zeit und man wird zum Kind. Musik.
trägt uns durch die Zeit und man wird zum Kind. Hör den Glockenklang. Damit sage ich nochmal, auch wenn es schon fast am Ende der Sendung ist, herzlich willkommen bei uns in der Show, Andrea und Wilfried Peetz. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Und ja, was gibt es bei euch für Traditionen zur Weihnachtszeit? Also da wir sehr viel unterwegs sind, erstmal ausschlafen. Dann ein wunderbares Frühstück und dann in aller Ruhe Vorbereitung, die man dann noch machen kann. Die meiste machen wir auch schon ein bisschen vorher. Aber dann einfach nur genießen, eine schöne Zeit in der kleinen Familie. Und viel schmücken vorher schon. Ich bin ein Kind, was Schmücken betrifft. Okay. So schön. Wird bei euch Weihnachten auch gesungen zu Hause? Da wir das ganze Jahr singen, ich denke mal, dann halten wir das ein bisschen begrenzt. Wir hören uns andere schöne Lieder an. Das ist auch mal was Schönes, sage ich genauso. Wilfried, du bist ja Musiker, Komponist und Produzent. Weißt du, wie viele Lieder du schon geschrieben hast und welche Künstler waren zum Beispiel mit dabei? Also ich habe vor 5, 6 Jahren mal gezählt zu einem Jubiläum, da waren es über 500 Titel und ich schätze so 40, 50 Künstler, die ich alle produzieren durfte, mit Riesenspaß. Eine ist heute hier. Ja. Andrea, gibt es für dich einen Moment bei den Auftritten, den du mit deinem Mann gemeinsam erlebt hast, den du einfach nicht mehr missen möchtest und der diesen Auftritt zu etwas Besonderem werden ließ? Für mich ist, seitdem ich ihn kenne, jeder Auftritt etwas ganz Besonderes, denn er ist mein Meister. Das ist eine schöne Liebeserklärung, oder? Gerade jetzt zu Weihnachten. Ich sage immer, ich bin froh, dass sie mich hat. Tja, was wird es bei euch in Zukunft geben? Wir schauen mal schon ein bisschen raus aufs nächste Jahr. Gibt es eine neue CD oder vielleicht auch eine neue Tour? Die CD wird im Frühjahr erscheinen, die neue. Und wir arbeiten weiter an unserer Show Eine Welt voll Musik, die das ganze Jahr über geht, mit vielen Kollegen, die da zu uns kommen. Und dann wird es wieder eine Weihnachtsshow geben, die heißt dann immer Weihnachten fängt im Herzen an. So ist das. Auch ein wunderschöner Titel. Ja. Dann sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank für euren Besuch und für euer nettes Gespräch jetzt hier mit mir gemeinsam. Und ich gebe nochmal ganz schnell an den Backstand ab, weil Jenny kriegen wir da heute wirklich nicht mehr her. Und wenn ihr die ganzen Plätzchen, glaube ich, verkostet, müssen wir das Kleid nächste Mal 3 Nummern größer kaufen. Dankeschön. Ronny, ich muss dich enttäuschen, das Kleid passt noch, also ein bisschen Stollen passt noch rein. Also wir sehen, die fertigen Stollen sind jetzt hier, die werden jetzt eingestrichen und dann noch in Zucker gewälzt. Also gebuttert und dann gezuckert. Das sind Kalorienbomben, aber die müssen zur Weihnachtszeit einfach sein. Während wir jetzt hier die letzten noch bestreichen und zuckern, Sie können natürlich nach der Sendung nachher kosten, keine Angst, aber in dieser Zeit wird sie Dagmar Frederik noch einmal verzaubern mit ihren beiden Titeln Winter in Kanada und Wieder ist Weihnacht. Wir standen am Fenster mit unseren Träumen im Haus am Eriesee. Ein kalter Dezembermond hing in den Bäumen, da fiel der erste Schnee.
das Wunder der Liebe geschah. Und dann über Nacht war es Winter geworden, Winter in Kanada. Winter in Kanada, so weiß war das Land. Es war Winter in Kanada, als mein Herz dich fand, schien das Glück so nah. Es war Winter in Kanada. Am Morgen schritten durch schweigende Wälder nur du in meiner Nähe. Spuren, die führten durch silberne Felder zum Haus am Eriesee. Und abends am Feuer zwei Herzen, die Sterne zum Greifen so nah. Ach, wäre es immer nur Winter geblieben, Winter in Kanada. Winter in Kanada. So weiß war das Land, es war Winter in Kanada, als mein Herz dich fand, schien das Glück so nah, es war Winter in Kanada. Ich stehe am Fenster und schau in die Ferne im Haus am Eriesee. Ich seh graue Wolken und suche die Sterne und wieder fällt der Schnee. So einsam brennt heut unser Feuer, denn du bist schon lang nicht mehr da. Was ist aus dem Glück und dem Winter geworden, dem Winter in Kanada. Winter in Kanada, so weiß war das Land. Es war Winter in Kanada, als mein Herz dich fand, schien das Glück so nah. Es war Winter in Kanada. Licht der
Tja, liebe Gäste, die schönste Barshow auch gerade zur Weihnachtszeit geht irgendwann einmal zu Ende. Wir hoffen, wir konnten Sie ein bisschen auf die Weihnachtszeit einstimmen. Sie konnten unsere Sendung ein bisschen genießen. Ja, einstimmen auf die Weihnachtszeit mit Leckereien von Bäckerei Baumgärtel, aber auch von Liedern von Martin und Martin, Dagmar Frederik, von Kevin Pabst und Andrea und Wilfried Peetz. Kommen Sie gut durch die Vorweihnachtszeit und eigentlich bleibt uns beiden nur noch eins zu sagen. Frohe Weihnachten!